Ja, hallo und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal wieder ein Video zum Thema Fahrerarbeitsplatz. Und zwar, es ist mittlerweile schon ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Mein Büssing-Fahrerarbeitsplatz hat sich wirklich bewährt im Realbetrieb, also im wirklichen Alltagsbetrieb. Ich bin wirklich schon unzählige Runden gefahren. Er macht sich super, er funktioniert einwandfrei. Ich bin absolut zufrieden und es macht einen einfach nur stolz, dass man eben sieht, er funktioniert und man hat Freude dran. Also besser könnte es nicht sein. Also wirklich hochzufrieden damit und habe mir jetzt einen Schritt hier geleistet, und zwar meine Modellbahn veräußert. Die habe ich jetzt hier endlich mal raus und dementsprechend viel Platz gewonnen natürlich. Also man sieht es jetzt hier, ich kann jetzt hier mal richtig schön schwenken. Hier ist im Grunde genommen echt viel Platz entstanden, den ich jetzt nachhaltig eigentlich für einen ganz normalen Arbeitsplatz nutzen will, also für einen ganz normalen Schreibtisch-Arbeitsplatz. Habe mir jetzt hier mal versuchsweise einen kleinen Hocker hingestellt und hier die Tastatur. Ich werde es so handhaben, dass ich hier einen Bildschirm habe, der jetzt hier kurz steht, ich erkläre gleich warum, den ich dann einfach rüber schwenken kann, 90 Grad, und dann kann ich mich da hinsetzen mit Leselampe und mit Stiften und allem, dass man da halt ganz normal einen Arbeitsplatz hat. Denn das ist ja hier immer nicht ganz so einfach, wenn man vor dem Fahrerarbeitsplatz sitzt. Ja, auf jeden Fall, der hat sich bewährt. Das Schaltbrett quasi ist hier umgezogen, nämlich unter den Schreibtisch, wo es wunderschön ausziehbar drin liegt, wo es eher vor Staub geschützt ist, und vor allen Dingen habe ich dann die Kabelchen nicht mehr rüberhängen, was jetzt sowieso nicht mehr gehen würde, denn ich habe hier etwas, also nochmal kurz hier der Schwenk, hier drüben ist nur noch ein Sitzsack, und ich habe mir jetzt hier was installiert quasi, nämlich ein Regal, was ich einfach kurz gekippt habe und ausgeräumt habe. Das wird über kurz oder lang verschwinden, sogar sehr bald, und stattdessen wird dort ein zweiter Fahrerarbeitsplatz hinkommen, und das aus dem einfachen Grund, weil ich einfach so Gefallen an der ganzen Sache gefunden habe, weil ich mich quasi mit diesem Fahrarbeitsplatz und mit dem aus dem MANSL, den ich davor hatte, schon richtig in die Materie quasi eingearbeitet habe und einfach noch unwahrlich Lust habe, das Ganze nochmal unter Beweis zu stellen und einfach noch ein Fahrzeug hier zu verewigen. Und zwar habe ich mich entschieden für einen wirklichen Dinosaurier quasi, der ist nochmal, ja, circa 7 Jahre älter als der Büssing, und zwar ein Casbora Setra S7 aus dem Jahr 65, wenn mich nicht alles täuscht. Ich schaue nochmal nach für euch. Also er sollte aus dem Jahr 65 sein. Das ist ein Reisebus, das ist schon mal die Besonderheit. Das heißt, da fällt zum Beispiel sowas wie der Zahltisch natürlich komplett weg. Ist aber auch ganz interessant, mal ein Pendant eben zum ganz normalen Linienbus da zu haben. Und wie gesagt, es ist ein Reisebus, ganz im Stil der 60er Jahre. War ein sehr luxuriöser Reisebus von Setra, also einer, der auch relativ selten war, schon zu Auslieferungszeiten, der es bis heute geblieben ist und heute wirklich auch ein sehr seltenes, begehrtes Sammlerstück ist. Deshalb findet man auch vergleichsweise wenig Bilder darüber und wenig Infos, aber die wenigen, die man findet, habe ich natürlich schon mir mal zu Gemüte geführt, und ich werde euch da vielleicht auch nochmal Details demnächst erzählen. Ich möchte jetzt hier einfach so ein zweites Fahrerarbeitsplatz-Tagebuch quasi wieder ins Leben rufen. Und der Bus ist zum Beispiel so konzipiert, ich kann euch auch nochmal Bilder zeigen dann, dass er keine Türen hat, die man jetzt hier per Türtaste öffnen kann, so wie hier, sondern er hat mechanische Türen zum mechanischen Öffnen, also mit Türklinke, auf Fahrerseite und auf Fahrgastseite. Das heißt, da fällt sowas wie die Türtaste natürlich schon mal weg. Das sind alles solche Besonderheiten. Genau, also es ist wirklich eine richtige Rarität. Der Fahrerarbeitsplatz ist natürlich extrem selten. Vor allen Dingen ist es sehr, sehr, sehr schwierig, jemanden zu finden, der ein solches Fahrzeug überhaupt noch hat, da die ja, wie gesagt, sehr selten sind. Und dann noch dieses Fahrzeug ausschlachtet oder Teile daraus zur Verfügung stellt, ist natürlich echt,
extrem selten und eine absolut super Chance, die ich halt jetzt genutzt habe. Genauso wie ich es ja bei dem Büssing auch gemacht habe, weil auch der so unheimlich rar ist. Und vor allen Dingen solche Geschichten wie der Gangwahlschalter zum Beispiel, ja, die von Vereinen vielfach gesucht werden, weil die Fahrzeuge einfach ansonsten nicht mehr fahren können, wenn sie kein Bedienelement mehr haben. Das sind halt solche Geschichten, die machen das Ganze schon wirklich besonders. Genau, das ist bei dem Setra natürlich auch nicht anders. Der soll eben hier installiert werden, weil er hier optimal hinpasst und ja, ungefähr die Größe von dem Regal stellt so ein bisschen den Korpus dar, aber es ist eher so schemenhaft und der Bildschirm auch eher schemenhaft. Es ist halt so mal, um ein bisschen hier den Eindruck zu gewinnen, wie das Ganze aussehen könnte. Und wie es genau aussehen wird, das zeige ich euch jetzt mal, indem ich hier mal zu meinem Whiteboard gehe. Und zwar sehen wir hier einmal eine Skizze von dem Ganzen. Ich mache mal Licht an, dann ist es vielleicht auch besser. So, genau. Eine maßstabsgetreue Skizze, Maßstab 1 zu 10 und im 45 Grad Winkel nach hinten fallend gezeichnet. So soll das Ganze aussehen, wenn ihr euch das jetzt vorstellt, dass hier die Dachschräge ist. Hier ungefähr. Also, wenn ihr seht, da ist die Dachschräge. Hier ist die Dachschräge. Dann steht der Bildschirm da, wo er jetzt auch steht. Nur steht er erhöht auf einem Podest. Und dieses Podest ist gelagert auf einem Art Tisch, sage ich mal. Wenn man es erkennen kann, also hier ist eine Holzfläche. Hier ist eine Holzfläche und hier hinten ist dann offen und hier unten steht dieses Tischlein quasi mit dem Podest oben drauf, wo dann der Bildschirm drauf steht, wiederum auf einem weiteren Podest und das ist hier umfassend gelagert mit Holz, also hier Holz, dann eine Holzgrundplatte, unten ist es natürlich offen, weil es steht ja auf dem Boden und hinten ist es auch offen. Und auf diesem Grundpodest werden dann die Pedale angebracht, die drei. Da kriege ich die Originalpedale, also die Originalpedalaufsätze. Dann habe ich vor, dass ich einen Logitech G27 Schalthebel hier in diesen Unterbau, deswegen auch das Podest, reinbaue. Also unten Unterflur, sodass man davon nichts sieht. Und die Aufnahme von dem wird dann hier rausschauen und darauf wird dann der Originalschalthebel auch montiert. Und natürlich auch der originale Schaltsack dazu. Das ist eben auch sowas, was ich unbedingt umsetzen wollte, dass ich das alles unter Flur verstecke. Genauso ist es mit der Handbremse. Das ist eine etwas besondere Handbremse, weil, wenn ihr mal schaut, hier liegt gerade zufällig eine Feder, eine Feststellbremse, eine Federspeicherfeststellbremse von Wabco. Das ist ja, das typische Bedienelement, so aus den Standard 1 Bussen. Ich habe das aus einem Setra, aus dem Setra S11 aus der Schlachtung bekommen und habe das jetzt letztens mal richtig schön sauber gemacht. Und zwar mit Stahlwolle erstmal poliert und dann mit Aceton. Und das ist wichtig, dass ihr unbedingt feste, dicke Handschuhe anzieht. Ich habe es erst mit Einweghandschuhen probiert, da hat sich dann das Aceton durch die Handschuhe geätzt, also es ist nicht so zu empfehlen. Auf jeden Fall abschließend mit Aceton gereinigt und dann sieht das so aus, wirklich wie neu, es glänzt wahnsinnig toll und dazu auch neue Schrauben rein, also ist jetzt quasi neuwertig. Und ich habe jetzt aber vor, dieses Ding einfach zu abzuschrauben hier, den Knauf und gegen den zu tauschen oder halt den gegen den zu tauschen, weil er einfach schöner aussieht, finde ich, und sich da gut macht. Auf jeden Fall das nur dazu, das ist ein Vakuumfederspeicher-Feststellbremsventil. Ganz im Gegensatz zu dem, was wir jetzt hier sehen, das ist ein richtiges eine Hebelhandbremse, wie man sie auch aus dem Auto kennt, nur halt in etwas länger, die ist so ungefähr 60 cm lang und hat dann Unterflur, das Originalgetriebe oder die originalen Zähne, wo es dann einrastet. Natürlich, damit es dann auch einwandfrei funktioniert. Wie ich die dann mit Schaltern, also mit Technik an den Computer bringe, muss ich mir natürlich noch anschauen, aber das ist auf jeden Fall geplant, sie dann Unterflur so einzubauen. Genau.
Ansonsten ist es eigentlich relativ selbsterklärend. Hier hinten kommt eine Stütze rein. Die ist hier schon gezeichnet. Also da kommt eine Stütze hier hoch, die dann dieses Außenbrett hier hinten, also das hier und das untere zusammenhält. Hier sieht man sie auch so versteckt und hier dann rüber, dass es nochmal Stabilität gibt. Das ist die Konstruktion, so ist es geplant. Und damit ist es auch wieder so, dass man es einigermaßen einfach auseinanderbauen kann und überall hin transportieren kann, also genauso wie der andere Fahrarbeitsplatz. Was bei dem aber ein bisschen anders ist, ist, dass ich die Elektrik komplett hier wahrscheinlich auf der Rückseite, vielleicht aber auch hier unter dieser Platte unterbringen will. Ich habe ja genügend Platz hier, das Ding ist 80 cm breit und somit brauche ich keine Stecker mehr wie jetzt bei dem Büssing-Brett, sondern habe alles in einem Ding und kann das Ding quasi so wie es ist wegtransportieren oder irgendwo anders ja, hintragen von mir aus. Genau, und hier vorne, davor kommt dann der originale Fahrersitz, den habe ich auch noch geordert und der wird dann da eben davor gestellt, also so ähnlich wie der jetzige, der da jetzt steht. Genau, so sieht das aus und jetzt kommen wir mal zu dem Brett an sich. Das ist jetzt ein Originalfoto von diesem Brett, so wie ich das bekomme. Ich habe eben das große Glück gehabt, dass ich, sage ich mal, ein Privatsammler, kann man glaube ich so sagen, erreicht habe, der so nett war und das eben ausgebaut hat oder gerade ausbaut. Denn es ist so, ich werde es bis etwa 10. Mai bekommen und alle Komponenten, die ich hier oben aufgeschrieben habe, die ich gleich mit euch durchgehe, die habe ich auch schon bestellt und die sollten auch demnächst ankommen. Dann gibt natürlich dann auch noch ein neues Video dazu, wenn es soweit ist. Jetzt aber erstmal kurz hier die Auflistung. Also wir haben einmal den Fahrerarbeitsplatz. Ich dachte, das wäre vielleicht ganz interessant für den einen oder anderen von euch, damit er einfach weiß, was kommt denn auf mich zu, wenn ich so ein Projekt in etwa starte, was brauche ich wofür und so weiter. Also einmal der Fahrerarbeitsplatz, der mit 1050 Euro zu Buche schlägt. Die setzen sich zusammen aus 1000 Euro für die Teile und den Arbeitsaufwand, das Ganze auszubauen. Das entspricht ungefähr 1,5 Tagen bis 2 Tagen. Also das muss man auch rechnen. Und dann kommen noch 50 Euro Palettenversand per Spedition dazu. Da das Ganze so schwer ist und vor allen Dingen so unhandlich, es sollte halt möglichst am Stück transportiert werden, weil nämlich die originale Lenksäule und Lenkrad auch dabei sind. Und natürlich alle möglichen anderen Teile noch. Dass es halt einfach mit Spedition versandt werden muss. Also etwa 1050 Euro. Dann steht hier der Thrustmaster Shifter. Den habe ich gestern persönlich eigentlich im Mediamarkt in München abgeholt. Habe mich total darauf gefreut, weil das ein sehr hochwertiger Schalthebel ist. Sehr stabil, sehr robust gebaut. Und vor allen Dingen hat er einen Vorteil gegenüber dem von Logitech zum Beispiel. Der Widerstand lässt sich einstellen. Das heißt, es lässt sich einstellen, wie schwer dieser Hebel zu bewegen ist. Und es ist natürlich für einen Oldtimer optimal. Genau deswegen habe ich mir den gekauft und nicht den anderen. Jetzt bin ich aber gestern dann heim, habe ihn angeschlossen, hatte aber ein totales Problem, was tatsächlich an diesem Hebel lag. Also der Hebel war vermutlich defekt. Habe dann angerufen, sie haben mir gesagt, sie müssten das Ganze einschicken an den Hersteller, da sie aber, da das immer ein bisschen länger dauert und das auch keine Garantie gibt, dass es dann wirklich funktioniert, habe ich mir gedacht, komm, dieses Ding bringst jetzt zurück, habe das wieder zurückgebracht gestern und letztendlich mich jetzt dagegen entschieden und mir 131 Euro gespart. Somit habe ich mir dann ein G27 Lenkrad geholt, das gleiche also wie beim BS110V Arbeitsplatz, mit Pedalen, Lenkrad und Schalthebel. Den Schalthebel, mit dem habe ich ja gute Erfahrungen gemacht, der hat jetzt zwar den Unterschied, dass er nicht einstellbar ist von der Härte, aber ich denke, dass er trotzdem ein realistisches Schaltverhalten jetzt bietet. Und mit 187 Euro inklusive Versand über eBay Kleinanzeigen auch ein fairer Preis. Es ist gebraucht, aber es ist vollkommen ausreichend, weil ich sowieso die meisten Komponenten auch zerlegen muss. Ja, dann kommen wir zu von Himalaya und Eckstein das Mega, das Uno, ein Relais-Modul 16-fach und Jumper-Kabel, also genau das gleiche auch wie für den BS110V. Liegen wir bei 41,98 inklusive Versand über einen ganz tollen Shop, nämlich Eckstein. Der ist nur weiter zu empfehlen. Das ist ein Online-Shop und auch ein eBay-Shop gibt es dazu.
Der bietet ganz, ganz tolle Teile, wenn es um Mikroelektronik geht und um Fahrerarbeitsplatz-Geschichten auch. Genau. Dann von Simple Solution das A-Case, das es nur dort im Webshop gibt, neu. Und das kostet 41,01 € mit Versand. Dann kommen wir zu den 5 Mikroservos von Tower Pro. Das sind die gleichen, die ich in den Rundinstrumenten in dem DS110V Arbeitsplatz verbaut habe. Warum nehme ich die? Ganz einfach, weil die schon für Arduino optimiert sind und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist einfach optimal. Sie reichen vollkommen aus und mit 8,68, wie gesagt, muss man sich nicht beschweren. Inklusive Versand. Ich muss dazu sagen, dass ich schon vorhabe, alle Instrumente mit Servo zu betreiben, weil ich nämlich, ich hatte mir noch Gedanken gemacht, sollst du vielleicht doch die Tone-Methode verwenden, habe mich aber dagegen entschieden, weil nämlich zum einen der Tacho so alt ist, der stammt aus einer Zeit, als es noch keinen Elektroantrieb für Tachos gab, also nur mechanischen, das heißt, da könnte ich sowieso mit Tone-Methode nichts erreichen. Und bei den restlichen Anzeigen habe ich mir gedacht, ich vertraue auf meine Servo-Methode, die habe ich jetzt schon vielfach angewandt, mit der kenne ich mich einfach besser aus und ich finde sie persönlich einfach im Vergleich zur Tone-Methode auch zuverlässiger. Ist aber Geschmackssache. So, vor allen Dingen ist sie eben günstiger, wenn man hier mal betrachtet, was die Servos kosten und was ähnliche Teile für Tone-Methode kosten würden. So, dann Graupner Digital Servo 180 Grad, der ist hier grau hinterlegt, weil ich den noch nicht geordert habe. Da muss ich nochmal schauen, welchen ich genau nehme. Da brauche ich einen, der kostet etwa 40 €. Ja, der ist für den Tacho da dann, weil der Tacho ein bisschen einen hochwertigeren bekommen sollte, weil der ja doch recht oft recht viel belastet wird. Genau, dann kommen wir zum... was steht hier? Schaltblitze blau, genau. 1 Meter mit 0,25 Quadratmillimeter Durchmesser. Ganz einfach deswegen, das soll der Nullleiter werden. Der muss besonders hohe Ströme aushalten, besonders starke Belastungen. Deswegen ist der extra dick gewählt und den restlichen Draht habe ich ja hier noch. 2,99 €. Dann kommt ein Netzteil für 12 und eins für 24 Volt, jeweils mit 100 Watt. Warum so viel Watt? Ganz einfach, weil die Leistung hier einfach benötigt wird, damit alle Lampen, alle Servos, alles Mögliche, ne, die Servos nicht, aber alle Lampen zumindest ja, einfach zuverlässig angesteuert werden. Die kosten etwas mehr, die beiden, aber sie haben sich bewährt, denn ich habe sie beim BS110V Arbeitsplatz genauso verbaut und sie sind wirklich nur weiter zu empfehlen. Ein USB-Verteiler für, das ist einfach nur ein Teil, was aus einem USB-Anschluss mehrere macht, weil ich sie ganz einfach brauche. Ich brauche da unbedingt mal mehr. Und ein HDMI- und Stromverlängerungskabel für meinen Bildschirm. Das kann ich euch auch mal zeigen. Das sind diese beiden Dinger. Einmal ein Netzkabel und einmal ein HDMI-1-Kabel. Die sollen verlängert werden, denn hier steht ja der Bildschirm normalerweise, aber er soll ja dann da hinten stehen. Also bräuchte ich da doch ein größeres Stück mal und deswegen ein Verlängerungskabel. Dann noch ein Originalteil von Bosch, ein Warnblinkgeber mit 24 Volt und der kostet mit 40,80 € auch einiges. Ist aber sehr, sehr wichtig in diesem Fall. Warum, das erkläre ich euch dann gleich noch. Dann abschließend noch Baumaterial Buchenholz. Genau das gleiche Holz wie auch bei dem anderen Fahrarbeitsplatz und eventuell Metallösen. Solche Kleinteile, ja, habe ich jetzt mal 150 € gerechnet, werde ich sehen, wenn ich nächste Woche mal zum Baumarkt gehe. Da liegen wir jetzt insgesamt bei in etwa 1.700 €. Das ist zwar ein Sümmchen, aber ich finde, man kann es sich doch das Ganze wert sein lassen, wenn man sich überlegt, dass es dann auch zuverlässig funktioniert und gute Qualität ist. Also das jetzt mal dazu. Ich hoffe, ich konnte da ein bisschen weiterhelfen und ein bisschen Fragen klären. Falls nicht, einfach nochmal nachfragen. Gut, dann kommen wir hier zu dem Armaturenbrett. Das, wie gesagt, ist ein Originalfoto von dem Teil. Da fehlen jetzt allerdings hier zwei Instrumente, und zwar einmal der Tacho und einmal links ein Kombi-Instrument, so heißt das. Und wie das aussieht, zeige ich euch mal kurz schemenhaft. Es ist einfach ein rundes Instrument, worin sich dann in der Mitte eine Druckluftanzeige befindet.
so Bremsdruckanzeige. Dann hat es hier auf der linken Seite den Öldruck, eine Anzeige. Unten hat es eine Tankanzeige und auf der rechten Seite eine Kühlwassertemperaturanzeige. Und oben so eine Betriebsunfähigkeitslampe, eine rote Warnleuchte. Und hier und hier jeweils kleine Lämpchen, die für hier den Blinker steuern. Und zwar hier Blinker Zugwagen und Blinker Anhänger. Blinker Anhänger deshalb, weil viele Setras ja Reisebusse waren und auch Anhänger dabei hatten. Hier unten die sogenannte Ladekontrolle. Die ist zu vergleichen oder beziehungsweise identisch zur Batteriekontrollleuchte, habe ich hier notiert. Und hier die Fernlichtkontrolllampe. Genau, das also zu dem Rundinstrument. Und warum erkläre ich euch das? Ganz einfach, weil hier, wie gesagt, diese Blinker geschaltet werden. Diese Blinker blinken aber nur, wenn der Blinker eingeschaltet wird mit dem Blinkerhebel. Der Blinkerhebel übrigens fliegt nicht automatisch raus, wenn das Lenkrad einen gewissen Lenkeinschlag hat, sondern es ist ein ganz normaler Schalter, weil man damals in diesen älteren Bussen das einfach so hatte, dass man einfach aus Einschalter hatte und nichts automatisch rausfliegendes. Genau, der lässt sich also nur darüber schalten, der normale Blinker. Der Warnblinker jetzt aber hat einen eigenen Schalter, der sich hier befindet. Der ist dieser typische Bosch-Schalter, dieser rote Schalter. Ich zeige euch den mal, habe ich hier auch verbaut. Allerdings nicht als Warnblinkschalter, sondern als Schalter für die Haltestellenbremse, weil die ja auf dem Brett hier nicht vorhanden ist. Ich sie aber trotzdem haben wollte und deswegen habe ich mir gesagt, komm, baust du den da ein, aber ohne Lampe in Funktion. So, und genau dieser Schalter hat seine originale Funktion, seine originale Position hier als Warnblinkschalter. Und dieser Warnblinkschalter blinkt, wie gesagt, wenn man ihn schaltet, ja, dann blinkt aber eben keine andere Lampe. Und genau deswegen ist es notwendig, dass man diesen Warnblinkschalter mit dem originalen Relais, was nur dafür oder was hauptsächlich dafür zu verwenden ist, nämlich diesem Warnblinkgeber, koppelt und somit schaltet. Das kann man nicht einfach, also man kann den Schalter nicht einfach mit dem Arduino oder mit dem Relaisbrett verbinden, da wird sich nicht viel tun. Der ist dafür ausgelegt, dass er direkt an eine Lampe gekoppelt wird und keine großartige Verbindung zum Arduino hat. Habe ich schon mal ausprobiert, geht eher in die Hose. Das ist der Schaltplan allgemein. Eingeteilt in Kontrolllampen, in Instrumente und in Schalter und Taster. Die Kontrolllampen sind hier alle rot markiert, die Instrumente weiß und die Schalter und Taster gelb. Fangen wir mal mit den Kontrolllampen an. Die werde ich euch dann genau erklären, wenn das Brett da ist. Hier sind auch einige drin, die ganzen roten in dem Kombi-Instrument und hier hat man zum Beispiel auch die 4 ist jeweils die Instrumentenbeleuchtung. Die 10 ist beim Tacho eine Spezifikation, wenn man sich den anschaut. Hier ist die Nadel und hier oben ist so eine kleine rote Kontrolllampe, die ab 50-60 km/h normalerweise angeht. Die Geschwindigkeitswarnlampe. Genau, dann haben wir natürlich ein Drehzahlmesser, weil wir ja einen Schaltwagen haben. Das ist ja auch die Besonderheit. Dann ansonsten hier das Heizungsbedienelement von Webasto. Und hier habe ich mir aufgeschrieben, die Kontrolllampe mit der Bezeichnung, auf welches Arduino sie geht, in dem Fall auf Mega, bis auf den Warnblinkgeber eben. Und hier auf Uno die ganzen Instrumente, also die ganzen Servos. Warum nehme ich zwei verschiedene Arduinos? Ganz einfach, weil ich ein einziges eher überlasten würde, wenn ich auch noch die Servos mit drauf packe zu den Lampen. Dann kann es eben sein, ich glaube, ich habe es auch schon mal erzählt, wenn dann ein Blinker blinkt, dann schlagen die Servos aus zum Beispiel. Ja, das kann durchaus sein. Deshalb einfach zwei verschiedene Arduinos. Das kleinere, also das Uno, nehme ich für die Servos. Das größere für die mehreren Lampen eben. Genau. Hier dann eben der Ausgang und dann Relaisbrett und der Ausgang dort. Oder Relaismodul heißt es eigentlich, genau. So, dann kommen wir zu den Instrumenten und zwar die Servos quasi dahinter auf das Arduino Uno eben und den Ausgang PWM und dann habe ich mir halt eben einen Ausgang gewählt, muss man sich halt aussuchen.
So, und dann noch abschließend Schalter und Taster. Da haben wir ja auch einige. Die gehen alle aufs A-Case, ganz klar. Und hier dann immer der Ausgang A01 bis A20 und dann geht es weiter mit B01 und dann so weiter. Hier hinten dann die Bedingung quasi, die Startbedingung. Und zwar entweder bei Schaltern, Rising und Falling Edge, somit also ein- und ausschalten. Oder bei Tastern Repeat für den sich wiederholenden Vorgang, bis ich eben stoppe. Also der klassische Taster. Was haben wir hier unten? Ja, genau. Dann haben wir hier nochmal Repeat, allerdings eine Besonderheit. Das ist der sogenannte Motorstart-Taster. Der ist hier, dieser schwarze hier, den müsst ihr euch von der Seite betrachtet so vorstellen. Der sieht ungefähr so aus. Ist so ein Knauf. Ist auch ein Bosch-Originalteil. Der hat jetzt hier seine Ruhestellung, seine Nullstellung. Dann kann man ihn auf die Einserstellung stellen und auf die Zweierstellung, also ziehen, halten, gedrückt halten und auf die Zweierstellung. Die Einserstellung ist das sogenannte Vorglühen. Das gibt es in OMSI schon, aber man kann es als Funktion nicht ansteuern. Und 2 ist der Motorstart. Deshalb komplett durchgezogen, die 2 hier für den Motorstart. Deshalb nur bei Durchzug, genau. Dann haben wir hier den Warnblinker, eben gekoppelt mit der Kontrolllampe 3, Warnblinker. Und dann haben wir noch eine Besonderheit, nämlich hier unten bei dem Blinkerhebel ist einmal hier falsch geschrieben. Da muss Falling weg, so. Genau, nämlich Blinkerhebel, einmal Rising, Edge eben und dann, also ich habe mir hier mal notiert, muss ich noch dazu sagen, welche Tasten hier angesteuert werden. Hier zum Beispiel eben beim Blinker links, wenn er eingeschaltet wird, also sprich ich bewege den Schalter in die eine Richtung, dann wird Ü betätigt. Wenn ich ihn ausschalte, dann wird aber eine andere Taste betätigt zum Blinker ausschalten. Deshalb hier die beiden verschiedenen Auflistungen. Das gleiche dann bei Blinker rechts halt mit Plus und dann Num, Komma. Genau, das dazu. Das sind also die ganzen Befehle für die Schalter und Taster und somit mein ganzer Schaltplan. Ich habe jetzt einfach vor, eine Art Tagebuch eben zu machen. Ich hoffe, es interessiert euch soweit und es sind nochmal spannende Informationen für euch dabei. Ich hoffe auch, dass ihr mir Fragen stellt, sofern ihr denn welche habt. Ihr habt nochmal die Chance, jetzt alle möglichen Themen von mir in Erfahrung zu bringen. Oder ich kann sie euch aktiv noch zeigen, weil ich jetzt wirklich so ein Projekt nochmal vor mir habe. Auf jeden Fall möchte ich euch jetzt eben wieder regelmäßig in Videos zeigen, wie es so voranschreitet, das Ganze. Das war jetzt hier eben die erste Folge. In der nächsten Folge wird dann das ganze Zeug angekommen sein und dann schauen wir uns das gemeinsam mal an. Und dann wird es auch schon langsam schon ans Eingemachte gehen. Ich hoffe, wie gesagt, es macht euch genauso viel Spaß wie mir. Ich freue mich extrem drauf. Und ja, ansonsten würde ich mich einfach freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Ich hoffe, es hat, wie gesagt, soweit Spaß gemacht. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen hoch da. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge. Macht's gut, einen schönen Feiertag noch.